auf den getreuen Drahtesel. Und auf geht's. Auf zum Friedhof. Ah, los, komm jetzt. Ich weiß, ich hab's schon mal erwähnt, aber das Fahrrad ist jetzt nicht so das hammergeilste Feature hier irgendwie in dem Spiel. Dazu einfach wie die letzte Kröte fährt das Ding irgendwie. Also, ich bin auch der Meinung, dass wir mit Rennen genauso schnell wären. Ah ja, egal. Oh, komm, bergauf, mal gehen. Was ist in der Familiengruft? Dort ist es so unheimlich. Ich erinnere mich nicht daran, aber Nanny erzählte mir, dass wir als Kinder immer dorthin gingen, um zu sehen, wer mutig genug war, die Treppe hinunterzugehen. Niemand kam weiter als die ersten beiden Stufen. Jetzt ist Martha da unten, allein, im Dunkel. Sie muss schreckliche Angst haben. Wahrscheinlich. So. Okay. Die Gruft ist hier. Nicht jetzt. Okay, wir haben jetzt gerade noch mal die Worte der weißen Frau gehört. Hoffen wir mal, dass der Verwalter nicht in der Nähe ist. Der Mann macht mir eine Gänsehaut. So, also Martha liegt in der Familiengruft. Also brauche ich wahrscheinlich jetzt hier auf den Grabstein. Kann ich so zu gucken, oder? Was sollen wir jetzt hier machen? Ich sollte die Pflanzen gießen. Niemand sonst wird es tun. Nein, Labo. Der Friedhofsverwalter jedenfalls nicht, wie es aussieht. Die Blumen. Okay, soll ich jetzt Blumen gießen oder was? Na klar. Mike, oh noch. So, wo krieg ich jetzt hier? Da krieg ich wahrscheinlich Wasser her. Und da haben wir die Gießkanne. Wunderbar. Die Gießkanne könnte helfen, um die Grabbepflanzung zu wässern. Ja, das denke ich auch. So. Klingt ja wie ein frischer Zapft. Mit der vollen Kanne werde ich nun die Pflanzen gießen. Auch Sätze, die ich mir selber immer so sage. Haben wir doch gemacht. Haben wir doch gemacht. So. Und bitte. Labo, nur für dich. Treulose Tomate. Lapo. Wenn du vor mir stehen würdest, was würde ich zu dir sagen? Dass ich wütend bin, weil du mit Martha geschlafen hast? Nein, ich bin nicht wütend. Es tut mir leid, dass du das alles vor mir verheimlicht hast. Es schmerzt vielleicht ein wenig, aber angesichts deines Todes ist jetzt alles bedeutungslos. Ich bin froh, dass man dich hier beerdigt hat. Wir werden Nachbarn sein. Ich wusste, dass es Papa erlauben würde. Auch wenn du mit den Partisanen gekämpft hast. Das erstaunt. Für ihn ist dieser Krieg fremd. Genauso wie für mich. Auf Wiedersehen, Lapo. Wir werden uns bald wiedersehen. Es ist an der Zeit, nach Martha zu suchen. So, na dann suchen wir nochmal nach Martha. Martha soll ja in der Familiengruft liegen. Also würde ich sagen, dass das eben nicht auf der Fläche ist, sondern in einer dieser Verschläge. Würde ich sagen. So, hier könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, irgendwie, dass sie hier so ein bisschen. Ah, hier hätten sie schön die Supporter von dem Spiel unterbringen können. Aber wahrscheinlich werde hier, keine Ahnung, wenn hier irgendwie Knüppelzitze 13 stehen würde, wahrscheinlich nicht so. Zieht wohl nicht so ins Spiel rein. Naja. Nicht so immersiv.
Aber wäre ein schönes, schöner Platz dafür gewesen. So, ist es hier? So, hier? Ah, hier können wir was machen. Interaktion. Die Tür ist verschlossen. Aber ich muss da rein. Vielleicht kann ich hier etwas finden, um das Schloss zu knacken. Ja, da habe ich schon vorhin was gesehen. So, dann holen wir uns mal den Elzenschneider von hier vorne. So, wunderbar. Zack, haben wir. Die ist perfekt. Ich sollte mich beeilen, bevor der Hauswart zurückkommt. Haben wir den jetzt hier gerade irgendwie verpasst oder so? Nee, denke nicht, ne? Das ist wahrscheinlich nur, um uns jetzt hier noch unter Zeitdruck zu setzen. Ah, ist da eine Messerschmidt. Säg doch von hier. Säg doch von hier. So, dann mach, komm, mach auf das Ding. Ach Gott. Zumpf. Plümp. Und los geht's. So, push to open. Okay. Jeder ergreift eine Seite. Ich ertappe mich dabei, dass ich mich auf die Seite meiner Familie stelle. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. Ja. Anleitung für den Telefonautomaten. Die Münze hat's entschieden. Die Münze hat's entschieden. Wenn Sie beispielsweise die Nummer 0573 anrufen möchten, nehmen Sie den Hörer vom Telefon und halten Sie ihn ans Ohr. Sie hören einen Dauerton. Legen Sie zunächst den Zeigefinger in das Loch mit der Zahl 0. Drehen Sie die Wählscheibe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Lassen Sie die Wählscheibe von selbst in ihre Ruheposition zurückkehren. Wiederholen Sie die gleichen Schritte für die Zahlen 5, 7, 3. Das ist tatsächlich wahrscheinlich wirklich von Sinn irgendwie, weil ich denke, die wenigsten von uns noch mit Wählscheiben umgehen können. Also die wenigsten von euch tatsächlich. Ich kenne sie tatsächlich noch. Ist eigentlich ganz gut, dass man ein Tutorial für hat. Das reicht. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Ich kann nicht mehr so tun, als wäre nichts passiert. Meine Familie wurde von diesen dreckigen Nazis umgebracht. Meine Tochter wurde nicht einmal beerdigt und ich musste stattdessen dieses Halbblut beerdigen. Eine italienische Familie, die es sich mit den dreckigen Deutschen bequem gemacht hat. Mistkerle, genau das sind sie. Was soll ich jetzt mit meinem Leben anfangen? Ich will es beenden, aber nicht ohne ein paar Deutsche mit in den Abgrund zu reißen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet von mir hören. Es lebe der Widerstand. Viva Italia! Ja, das ist natürlich krass, ne? Irgendwie, wenn du dein eigenes Kind nicht beerdigen kannst, irgendwie, und dann... Und wir haben ein neues Skin freigeschaltet für die Kamera. So, so. Okay. So, das hat uns jetzt hier aber auch nicht wirklich weitergeholfen, irgendwie, tatsächlich. Oder können wir jetzt hier... Warte mal, gibt's hier noch einen Schlüssel? Haben wir hier noch... Ah, okay. Wunderbar. Jetzt brauchen wir bloß noch die passende Tür dafür. Wie sieht das? Nö. Wie sieht das? Nö. Hier ist noch nicht mal ein Schlüsselloch. Vielleicht die? Auch nicht. Oh, hier frische Blumen. Hier wird's sein. Denn jetzt mal das Mausoleum aufschließen. Die Familiengruft. So. Der Eremit. Krass. Ich kann verstehen, warum wir als Kinder Angst hatten. Es ist ein ziemlich düsterer Ort. Naja, also ich habe schon schlimmere Grüfte gesehen. So, okay. Aber was können... Oh, da hinten... Oha, okay. Oha. Sehr explizit. Puh, krass. Puh,
prinzipiell mal lustige Anmerkung an der Stelle. Irgendwie würde sich rein wirklich vom Bildaufbau für ein Thumbnail eignen. Kannst du aber nicht nehmen. Aus Gründen. Wegen Gründe. Naja, okay. Nur mal so. Kurze Anmerkung an der Stelle. So, Martha Sack. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum da unbedingt Hakenkreuz-Banner drin hängen müssen irgendwie, also. Dann öffnen wir. Das war nichts. Oh, wummernd. Na, Martha. Möge Gott mir vergeben für das, was ich jetzt tun werde. Ich bete auch, dass du, Martha, mir verzeihen wirst. Was werden wir denn jetzt tun? Will ich die Mucke schon wieder hören? Nein! Nee. Warte mal, die will doch jetzt nicht wirklich. Die will doch jetzt nicht, oder? Also die These war ja, dass Martha eventuell schwanger ist. Hoppala! Wir müssen wahrscheinlich zensieren. YouTube ist da sehr, sehr eigen. Ey, die will jetzt nicht wirklich gucken, ob sie wirklich schwanger war, oder? Kannst du nicht bringen. Was machen wir jetzt? Oh, nee, komm, noch nie mit so einer Schere, ey. Nö. Nee. Nee, möchte ich nicht. Oh, Mann, oh. Oh. Oh, nee, jetzt nicht mal. Nicht noch schneiden. Oh, komm. Leute, das muss doch. Ja, das muss jetzt nicht sein. Das ist verstörender Scheiß. Das ist richtig verstörender Scheiß. Okay, du musst doch wirklich weitermachen. Du kannst hier einfach aufhören. Wunderbar. Und hast du gefunden, was du suchst? Oh, nee. Komm, hör auf. Ach, also das ist so ein bisschen zu viel des Guten jetzt hier. Es war die Wahrheit. Martha war schwanger. Schwanger mit einem deformierten Fötus mit zwei Köpfen. Was? Schon wieder Zwillinge. Es hieß immer, dass es in der Familie liegt. Ein Schock folgte dem nächsten. Ich tat Dinge, die ich noch nie zuvor getan hatte. Ich weiß nicht, welche Kraft mich antrieb. Ich wurde unaufhaltsam. Ich beschloss, den Horror als Beweis zu fotografieren, um ihn meiner Mutter und allen anderen zu zeigen. Wer weiß, nein. Warum. Nein. Nein. Ach, das ist so viel. Da ist so viel falsch dran. What? So. Okay. Es reicht jetzt. Ich werde dich nicht länger quälen. Ich werde zurückkommen, um dir zu helfen. Und ich werde bleiben und mich um dich kümmern. Wir werden viel Zeit miteinander verbringen. Ich liebe dich, Martha. Schwer zu glauben nach den Taten davor. Schwer zu glauben. So, ist jetzt die Tür zu? Doktor, ich muss Ihnen für Ihre Hilfe danken. Ich wüsste nicht, was ich ohne Sie tun würde. Selbst unser lieber Don Attilio scheint die Situation nicht zu verstehen. Irene, bitte ziehen Sie den Gedanken in Betracht, Italien zu verlassen, wie Ihr Mann vorgeschlagen hat. Es wäre für alle das Beste, ganz besonders für das Mädchen. Ich fürchte, dass sie nichts gesund machen wird.
Ihr Vater will es nicht wahrhaben. Ich glaube, die Hoffnung ist längst verloren. Ich stimme zu, aber in Deutschland gibt es bessere Behandlungen, in spezialisierten Kliniken. Die Anstalt ist eine vorübergehende Lösung, nur um sicherzustellen, dass sie nichts Dummes anstellt. Aber sie ist ein furchtbarer Ort. Das wissen Sie nur zu gut. Das können Sie unmöglich für Ihre Tochter wollen. Natürlich nicht. Sollte man meinen. Aber was kann ich tun? Sie ist eine Bedrohung für sich selbst, für uns, für alle. Eine von Erichs Pistolen ist ebenfalls verschwunden. Sie muss sie genommen haben. Wer hätte es sonst sein können? Ich habe solche Angst, Doktor. Ich kann nicht länger warten. Außerdem wissen Sie, was man in Deutschland über Italiener denkt, oder? Aber Sie werden mit Erich zusammen sein, einem geschätzten General. Gute Pizza machen. Jeder wird Sie respektieren. Dieses verfluchte Mädchen. Wo könnte sie stecken? Hoffen wir mal, dass sie keine weiteren Dummheiten anstellt. Ich werde hier im Keller auf sie warten. Früher oder später wird sie in die Dunkelkammer gehen, das ist sicher. Ich würde gerne bleiben und ein Auge auf sie werfen. Aber ich muss in die Stadt, um die letzten Dinge für ihren Krankenhausaufenthalt zu organisieren. Danke, Doktor. Und keine Sorge, wir werden uns später sehen. Aha, okay. Und deshalb sitzt Mutti also im Keller die ganze Zeit. Verstehe. Oh, okay. Sie schläft. Sie schläft. Das muss ich ausnutzen. Ich werde sie zum Reden bringen. Ganz leise. Sie wird die Wahrheit offenbaren. Mama Mucke. Aus Angst. Und sie denkt, dass ich zum Schweigen gebracht werden kann, indem sie mich für verrückt erklärt. Aber ohne ihr Wissen werde ich alles aufnehmen. Jeder wird wissen, was du mit deiner eigenen Tochter gemacht hast. Okay. Ich würde zu viel Lärm machen und sie aufwecken. Okay, und was heißt... Was ist jetzt der Plan? Was ist jetzt der Plan, Mäuschen? Willst du jetzt... Die Dienstwaffe meines Vaters... Was? Warte mal kurz. Was sollen wir jetzt? Moment. Ja. Mama ist im Keller. Ich möchte ihr auf keinen Fall über den Weg laufen. Ich werde den Film später entwickeln. Entwickle das Foto. Entwickle das Bild, ja. Du wirst sehen. Ja. Was sollen wir denn machen? Achso, vielleicht kann ich die Tür schließen? Schade, das wäre schön gewesen tatsächlich. Was? Oder soll ich sie fesseln? Soll ich Mutter jetzt fesseln? Mit diesen... iPod-Kabeln? Ich kann ja jetzt nicht die Mucke anmachen. Und ich kann jetzt auch nicht einfach losentwickeln. Ich würde zu viel Lärm machen und sie aufwecken. Okay. Was soll ich also tun? Gibt es hier etwas? Also auf der einen Art sagt sie, okay, wir müssen uns vorbeischleichen. Wir müssen es nutzen, irgendwie, dass sie schläft. Verstehe jetzt nicht irgendwie, ist das jetzt hier wirklich so laut, dass ich jetzt hier Foto mache? I don't understand gerade. Wir können weder rennen noch sonst irgendetwas. Mach mal jetzt. Soll ich das hier abmachen? Echt jetzt? Kann ich jetzt? Ich würde zu viel Lärm machen und sie aufwecken. Ach, ja. Hat sie ja gesagt, sie will aufnehmen und jetzt konfrontieren. Okay. Gut, machen wir das. Feuerwehr ist im jetzt Spiel in Italien sie gewesen. Und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Ach ey, das Zittern in der Hand heißt nichts Gutes. Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. What? Oh Gott, was habe ich getan?
Sie hat mich gezwungen. Sie hat Martha getötet. Aber wer auf dieser Welt wird mir das jetzt glauben? Sie werden mich in die Irrenanstalt bringen. Diese Filmrollen sind meine einzige Hoffnung. Okay. Das kam jetzt doch etwas unerwartet, tatsächlich. Ist es der Sie hatte also den Schlüssel zu meinem Kinderzimmer. Schau mal. Das hätte ich mir denken können. Ach du Scheiße. Jetzt ist hier wirklich mal eine Bombe geflogen. Mein Gott. Ach du Kacke. Früher oder später werden hier weitere Bomben einschlagen. Ja, denn dann wird alles zu Ende sein. Oh, ganz schnell ran hier. Ach du Scheiße. So, komm, schnell. Oh, verdammt, der Strom ist ausgefallen. Jetzt kann ich die Filmrolle nicht mehr entwickeln. Mann. Dann würde ich sagen, gehen wir schnell hoch zum Zimmer. Wenigstens habe ich jetzt endlich die Schlüssel zu meinem alten Zimmer. Aber warum war es überhaupt abgeschlossen? Oh, ist bestimmt Fesseln oder irgendwas dran. Und, haben wir die Zeitung von heute schon gelesen? Hm? Glaube nicht. Bombenangriffe. Die Schäden, die durch die Bombardierung in unserer Region entstanden sind, nehmen weiter zu. Nach der Katastrophe von Poggibonsi sind Trümmer und Stromausfälle an der Tagesordnung. Aber die hatten wir schon, die Zeitung. Die hatten wir, glaube ich, schon. Attentat auf Hitler. Nach einem Anschlag, der von einer Gruppe von Verrätern ausgeführt wurde, lauten Hitlers Worte: Da ich überlebt habe, sehe ich mehr denn je die Notwendigkeit, meine Arbeit fortzusetzen. Die Neuseeländer erobern Tavernelle. Im östlichen Sektor der Schlachtfront erobern die Truppen der 2. Neuseeländischen Division, britisches 13. Korps, Tavernelle. Die 6. südafrikanische Kampfdivision stößt auf die Hügel bei Greve vor und erobert die Gipfel der Berge Domini und Fili. Die 4. Division erreicht San Giovanni. Sabotage der Telefonleitungen in La Romola. Telefonkabel wurden durchtrennt und damit die allgemeine Sicherheit gefährdet. Jede Beschädigung der Informationsdienstanlagen wird mit dem Tod bestraft. Ja, da wird nicht lange gefackelt. Da wird gleich, egal was du gemacht hast, irgendwie hast du den Rasen gemäht, tot. Training abgeschlossen, tot. So, denn endlich auf kann ich mein damit. Zimmer betreten. Also mich würde wirklich nicht wundern, wenn da jetzt tatsächlich Fesseln am Bett sind irgendwie. Hm, okay. Ein Kasperletheater. Das ist ein Kasperletheater. Ich fühle mich wieder wie ein Kind. Ich Aber habe die Kerzen noch nicht das nachgespielt, was in meinem Leben passiert ist. Um den Kopf frei zu bekommen, will ich das noch einmal tun. Na klar. Nach so vielen schrecklichen Ereignissen habe ich es endlich geschafft, die weiße Frau zu treffen. Zumindest glaube ich das. Einer alten Legende zufolge werden die umliegenden Seen vom Geist einer jungen Frau heimgesucht, die von dem Mann, den sie liebte, getötet wurde. Ein nächtliches Rendezvous am See. So viel Hoffnung und Sehnsucht. Aber der Tod erwartete sie, nicht die Liebe. Die junge Dame, verwenden, um verfügbare Aktionen anzuzeigen. Okay, mein Liebster ist noch nicht da. Ich werde... Wo sind wir denn? Ach so. Warten. Mein Liebster ist noch nicht da. Ich werde warten. Ah, was für ein wunderschöner Mond heute Nacht. Skurril. Bewege die Puppe in der Distanz. Ach, da ist sie. Endlich bist du da. Ach. Was ist los? Warum verhältst du dich so seltsam? Weil ich eine Puppe bin. Der Liebhaber. Sprechen. Du hast mich betrogen. Ich weiß, dass ihr einander geküsst habt. Was? Ich weiß, dass ihr einander geküsst habt.
Und? Das würde ich nie tun. Ich liebe dich. Das würde ich nie tun. Ich liebe dich. Guck Wolga an. Ich liebe dich zu sehr. Und der Gedanke an dich mit einem anderen macht mich wahnsinnig. Deshalb musst du sterben. Was? Was habe ich dir angetan? Was, Alter? Was? Mann, was ist das für ein krankes Spiel, ey? Verzweifelt gestand der Mann, sie aus Eifersucht getötet zu haben. Der Priester. Letzte Ölung, hm? Mal sehen, Spiritus Sanctus. Dahingo. Kann er was damit machen? Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, ich hab mit Masters gespielt, irgendwie. Sowas nicht. Sie suchten überall, aber die Leiche der Frau wurde nie gefunden. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die Weiße Frau. Ja, ist ja quasi die Geschichte vom Anfang, ne? So, und ich glaube, die arme junge Frau wird es nicht überleben. Wäsche waschen ein bisschen. Lalala. Und noch den Pulli von meinem Mann. Ist aber auch anstrengend. Oh, die Dame. Oh. Oh nee. Oh, ist schon wirklich fies. Hilfe! Hilf mir! Ah, mit runterhitzen. Nun kann ich beginnen. Zunächst einmal sollten wir klären, was in der Nacht vor dem verfluchten 16. Juli passiert ist. Und das spielen wir jetzt schön nach. Sie sagen, der Krieg ist bald vorbei. Okay. Nee, okay. Papa sagt, dass wir verlieren. Was wird dann passieren? Papa sagt, dass wir verlieren. Was wird dann passieren? Ach, die andere spricht natürlich nicht. Ach, ja, natürlich. Sie werden uns alle nehmen. Werden wir nach Deutschland gehen? Oder werden wir arm werden? Werden wir nach Deutschland gehen? Ich befürchte, das werden wir. So, hast du Lapo gestern gesehen? Möchtest du morgen früh mit mir zum See gehen? Ich stelle mal Möchtest die Frage, du morgen die früh offiziell mit mir gestellt zum See wurde. Gehen? Was du Lapo gesehen hast, wissen wir. Sprechen? Ich möchte ein paar Fotos machen. Ich möchte warnen. Na, komm. Ich möchte ein paar Fotos machen. Wir bleiben mal bei der Story. Was ist, wenn Mama es herausfindet? Lass uns im Morgengrauen aufbrechen. Na gut, ich würde es eh vorlesen. Lass uns im Morgengrauen aufbrechen. Mama hat sowieso einen tiefen Schlaf. Du weißt, dass sie dieses Medikament genommen hat? So, wirst du tatsächlich im Morgengrauen aufwachen? Gute Frage. Weck mich auf. Wake me Weck mich auf. Before you go, go. Hast du Lapo gestern gesehen? Hast du Lapo gestern gesehen?
Fragst du? Nein. Ja, warum fragst du? Ich habe gesehen, wie er die Scheune verlassen hat. Warst du nicht dabei? Ich habe gesehen, wie er die Scheune verlassen hat. Warst du nicht dabei? Also haben wir vielleicht unsere Schwester aus Eifersucht getötet? Wussten wir schon davon? Wusste ein Teil von uns schon etwas davon? Nein. Groß geschrieben, ganz groß geschrieben. Sollen wir die Betten tauschen, wie früher, als wir noch Kinder waren? Das ist aber harter Themenbreak irgendwie. Klar, tolle Idee. Mit Klar, Dude. Tolle Idee. Schlafen gehen. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir tatsächlich jetzt den Mord an unserer Schwester tatsächlich über die Puppen jetzt darstellen. Also schon die Inszenierung ist schon wirklich krass in diesem Spiel irgendwie, muss man ganz klar sagen. So, und es wird Morgengrauen. Ja, es geschah folgendermaßen. Am Morgen ging Martha zum See und gab vor, ich zu sein, um ihre Schwangerschaft zu offenbaren. Sie wusste, dass Mama ihr dorthin folgen würde. Ich kann nicht, jetzt nur raten, was passierte, als sie sich am See trafen. Ein Messer nehmen. Wir sprechen mal erstmal. Oh. Hallo Mama. Hallo Mama. Hallo Mama. Interessant, weil Martha jetzt tatsächlich spricht. Den Stock nehmen. Oh Gott. Zieh dich aus. Ich will deine Schande sehen. Oh, nee, das ist mir heftig hier. Mach mal erstmal Hallo Julia. Lass mal ein bisschen Smalltalk machen hier. Was willst du von mir ausziehen? Das Messer nehmen. Das ist alles nicht so geil irgendwie. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Komische Frage. Sprechen. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Lass mich in Ruhe, du bist nur eine alte, arme Frau. Tut mir leid, Mama, ich wollte nicht ungezogen sein. Sollen wir jetzt hier rumdissen irgendwie? Ich würde mal erstmal versuchen, wirklich hier den Ball flach zu halten. Tut mir leid, Mama. Ich wollte nicht ungezogen sein. Man muss ja jetzt auch nicht so devot daherkommen. Martha kann unmöglich versucht haben, nett zu ihr zu sein. Heißt jetzt also bitte nicht noch... Ah, okay. Verstehe. Na gut. Hallo, Mama. So, Mama sagt natürlich irgendwie, sagt sie, na komm, sie sagt immer noch Hallo, Julia. Hallo, Julia. Ja, genau in diesem Tonfall. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Wir müssen also ruppig bleiben. Sprechen. Kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Lass mich in Ruhe. Du bist nur eine arme alte Frau. Lass mich in Ruhe. Du bist nur eine arme alte Frau. Aber sie war ja nicht ausgezogen, oder? Als wir sie aus dem See geholt haben, oder? Oder sie hatte bloß so ein Leib... Achso, die hat so ein Leibchen bloß angehabt, wa? Schnell umziehen. Moment! Ich muss schon meinen Badeanzug anziehen, schnell. Oh, doch, ein bisschen nackig. Ein bisschen doll nackig. Du bist also schwanger, deine Schwester hatte recht. Du bist also schwanger. Deine Schwester hatte recht. Na, wenigstens hatte ich Spaß.
Ich nehme jetzt ein Bad. Lass mich in Ruhe. Blöde Kuh. Komm aus dem Wasser. Ausziehen und ins Wasser gehen. Was? Was, ja, was? Sind alles irgendwie komische Auswahlmöglichkeiten. Komm aus dem Wasser. Komm aus ich glaube dem jetzt Wasser. Nicht, dass sich die Mutter damit ausgezogen hat. Also wenn dieses Szenario überhaupt stattgefunden hat. Ja? Du hast nichts zu sagen. Ich tue, was ich will. Ja, ich glaube, das... Okay, und dann können wir also nur noch jetzt den Stock nehmen. Ah, wichtig, dass wir uns vorher ausziehen. Das ist, nicht die schönen Klamotten. Obwohl, wir haben ja ein Stück von dem Stoff gefunden, tatsächlich, am Ende des Flusses. In diesem kleinen Rinnsal, also... Und kloppen. Na toll. Du bist schamlos. Also probiert so lange wie geht irgendwie mit Kommunikation. Schamlos. Obwohl es schon so abstrus gerade ist, angreifen. Ach Gott. Nein, nein, nein. So ist es nicht gewesen. So sind Mama nicht gewesen. Mama ist nicht gestorben. Okay. Dann mal auf die harte Tour. Stock nehmen. So. Mutti ist ja nicht... nee, Moment, warte, sprechen. Willst du mir wehtun, Mama? Willst du mir wehtun? Oh, scheiße. Okay, gut, das funktioniert auch nicht so schnell. Stock benutzen. Dumm. Dung. 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 Ja, diese Version ist glaubwürdig. Ah, okay. Na dann. Wiederholen der Szene. Okay, man könnte das also nachspielen nochmal. Aber wir sagen jetzt mal fortfahren. Ich werde nie genau wissen, was passiert ist. Aber ich glaube, ich habe eine Vorstellung. Seitdem ist ihr Geist bekannt als die Weiße Frau. Pistole aus dem Holster schieben. Ein kleiner Arm? Ach Gott. Der Opa hat die Puppen so in Ruhe und in Mühe geschnitzt für dich, Julia. Und noch ein kleiner Arm. Und noch ein kleines Bein, das weist wirklich auf einen sehr, sehr gestörten Geist hin. Und den Kopf jetzt auch noch, wa? Hm. Natürlich. So bekommst du aber in 20 Jahren keinen Supersammlerpreis mehr für die Actionfigur. Oh, nur noch der Kopf ist übrig. Platsch. Den Mob nehmen. So, dann machen wir schnell sauber. Bevor Vati nach Hause kommt. Und einmal aufräumen, bitte. Sehr schön. Und hier auch nochmal etwas aufräumen. Und jetzt verbuddeln wir den Rest von Mutti.
Okay, alles klar, das ist... jetzt versteckt das erstmal. Das, was wir jetzt spielen, tut sie tatsächlich gerade wirklich. Also die hat quasi die Leiche zerstückelt, die Keller sauber gemacht und verbuddelt jetzt Mutti. Krass. Krasse Erzählweise. Krass. Na, Köpfchen nicht vergessen. Mutters Kopf nehmen. Ich war unter der Brücke, aber es war nur ein Spiel. Das hier ist jedoch kein Spiel. Nö. Ich habe nur gespielt. Es ist nur ein schlechter Scherz. Unter der Brücke. Die Kirche. Die Stadt. Sprich, die weiße Frau. Der Kopf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das ist kein Spiel. Werde den Kopf los. Also ich möchte jetzt nicht raus... Achso, die Schweine sind eh tot. bisschen hart, aber... wo machen wir den Kopf hin? Wohin? Mit dem Kopf? Vielleicht im Keller irgendwo? Oben kann ich ja den wahrscheinlich nicht so wirklich gut verstecken. Tatsächlich nie so wirklich verstehen, was da gesagt wird. Ich habe was? Ich habe gespielt? Okay, hier kann man nicht drauf zugreifen. Kann man den Kopf vielleicht in irgendein Fass werfen? Aber das ist auch wahrscheinlich ein bisschen abstrakt. Vielleicht doch draußen. Denn ja, Kopf jetzt nicht so ewig weit, bitte. Das wäre mir schön. Mal jetzt hier nicht erst irgendwie bis zum... Nein, muss ich damit bis zum See laufen? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. So, okay. Scheinbar hat das fast die Kirche getroffen. Oh, warte mal, hier ist ein Brunnen. Nee, aber wer schmeißt so ein Ding über den Brunnen? Da schießt doch selber ins Knie. Ah, das wäre natürlich... Das wäre natürlich eine Möglichkeit, wa? Lassen wir es wie ein Unfall aussehen. Aber auch das geht nicht, wie es scheint. So, sollte ich vielleicht der Kerzenspur... Ja, wer soll anscheinend der Kerzenspur folgen? Okay, dann gehen wir doch runter zum Fluss. Okay. Und da... Boah, ist das so fies, ey. Fehlt es tatsächlich gerade an Worten dafür. So, und jetzt schippen wir die da einmal zu hier. Nee, macht er nicht. Why? Wer den Kopf los? Na bitte. Ist das okay? Lang zu, oder wie? Und das war's, oder was? Das soll ich jetzt hier so liegen lassen, oder wie? Das kannst du doch nicht, was kannst du nicht machen. Gut, dann gehe ich schnell ins Haus und entwickle den Film hoffentlich jetzt. Aber vorher kann ich noch ein Foto machen. Im Keller. Oh, krass. Oha. Der Strom ist wieder da. Jetzt kann ich den Film entwickeln und meine Fragen werden hoffentlich beantwortet. Tatsächlich habe ich total vergessen, dass der Strom weg war. Ein Scheiß. Oh, krass. Die Stadt brennt. Die Stadt brennt. Ne? Das Codewort. So, okay. Dann... Down on the cellar. Und jetzt müssen wir erstmal hier kurz hinten ein Foto machen. So, okay. Zack. Gut. Schwupp. Schwupp. Flup, flup. Benutzerkamera. Machen wir ein Foto. Jumpscare. Kann ich jetzt ja nicht, weil muss ja erstmal was zu sehen sein. Muss ich ja erstmal entwickeln.
So. Coolio. Dann machen wir mal eine kleine Entwickler-Session. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge, was wir entwickeln müssen. Oh, ein bisschen muckern. Nö, kann man nicht. Schade. So. So, wir nehmen als erstes... Machen wir das. Dieses Foto entwickeln. Wird jetzt nicht der perfekte Foto... Oh, die zu blutige Hand ist ja heftig, ey. So, alles klar. Und ab ins Entwicklerbad. So, oha, wir kriegen eine Nachricht. So, ich muss jetzt tatsächlich mal ganz kurz hier darauf achten. Wer vor dem Licht flieht, versteckt sich hinter ihm. Was ist das, ein Witz? Vielleicht hat jemand auf den Film geschrieben. Und was soll das überhaupt bedeuten? Licht. Ja. Wie göttliches Licht? Wer hat uns hat diese das vielleicht etwas mit Religion zu tun? Jo. So, ins Albuming. Und fort damit. So. The next one. Überspringen mal den Teil jetzt einmal. So. Dieses Foto. Ach, das ist doch wirklich echt so fucking morbide, ey. Ah, sehr gut. Und raus damit. Ich werde zu dir zurückkehren, Martha. Zusammen werden wir alles klären. Nur du und ich. Was willst denn du klären? Was willst denn du hier klären? Du kannst hier nichts klären. Deine Schwester ist tot. Du hast gerade deine Mutter umgebracht. So, was haben wir denn noch? Wer macht das? Dieses Foto entwickeln. Und wir haben noch den Film tatsächlich irgendwie. Vom See. Und ich bin wirklich gespannt, ob Mutter drauf ist. Ich glaub's nicht. Kann's mir nicht vorstellen. Ich denke, wir werden drauf sein. Switch. Druck sollte so in Ordnung sein. Man kann die Einzelheiten deutlich erkennen. Sehr schön. Ins Album legen. So. Na dann, geht's jetzt mal um die Wurst hier, Freunde. So. Hier haben wir nichts. Das ist nichts. Und hier haben wir noch was. Okay, Mucke wird heftig. Könnte tatsächlich wirklich unsere Mutter sein? Das würde mich wirklich wundern. Sind das da für Geräusche, die ich höre? Oder sind wir doch? Kannst du nicht erkennen? Kannst du nicht erkennen? What is it? Wir sind das. Oh Gott. Also wahr. Ich habe meine Schwester getötet. Ich habe alles getan, um die Wahrheit zu verbergen. Dann habe ich meine Mutter getötet, um mich von der Schuld zu befreien. Aber sie war böse. Und es war alles ihre Schuld. Gott, was macht das aus mir? Ich verdiene es nicht, noch eine Sekunde länger zu leben. Vielleicht werde ich sie wiedersehen. Und ich kann versuchen, sie um Verzeihung zu bitten. Aber wenn es nichts nach dem Tod gibt, werde ich wenigstens von diesem Leiden befreit sein. Ich weiß, dass es nicht richtig ist, aber ich kann nicht mehr. Oh fuck. Ich schoss instinktiv auf den Soldaten und traf ihn direkt in den Kopf. Doch das war keine gute Idee. Er war offensichtlich nicht allein. Als die anderen hereinkamen, schloss ich die Augen. Ich hörte einen großen Tumult und spürte dann einen scharfen Schmerz im Magen. Sie traten mich, während ein anderer vergeblich versuchte, sich davon zu überzeugen, dass der am Boden liegende Soldat noch am Leben war. Sie traten mir in die Rippen, in den Rücken und in den Magen.
Ich konnte nicht atmen und hatte das Bedürfnis, mich zu übergeben. Man befahl ihnen, mich auf einen Stuhl zu setzen. Sie fesselten mich so fest, dass ich weder meine Hände noch meine Füße spüren konnte. Auf dem Stuhl neben mir saß mein Vater. Er atmete, schien aber bewusstlos zu sein. Der verantwortliche Mann fing an, mir Fragen zu stellen. Er schlug mir ständig mit einem kurzen Stock oder so ins Gesicht und auf den Kopf. Die Hiebe waren so brutal, dass ich dachte, er würde meinen Schädel zertrümmern. Ich spürte abgebrochene Zähne und schmeckte Blut in meinem Mund. Ich fuhr mit der Zunge über die Zähne und dachte dabei, dass ich nie wieder würde lächeln können. Ein törichter Gedanke, vielleicht, aber dennoch tat er weh. Ein Teil meiner Oberlippe war aufgeplatzt und hing herunter. Ich versuchte dummerweise, sie mit meiner Zunge und Unterlippe wieder zurückzuschieben. Ich übergab mich. Sie zwangen mich zu gestehen, dass mein Vater alle Arten von subversiven Tätigkeiten innerhalb der deutschen Armee durchgeführt hatte. Natürlich wusste ich nichts darüber, also versuchte ich, das zu erklären. Aber diese Schläge... Ich hätte alles getan, um sie aufzuhalten, was auch immer nötig war. Kurz nachdem ich ihnen gesagt hatte, was sie hören wollten, sagte der General: Es waren nur 2 Ohrfeigen nötig, damit du deinen Vater verrätst, du deutsche Hure. Dann befahl er, meinen Vater hinzurichten. Es ging ganz schnell. Er bewegte sich noch nicht mal. Dann zeigte er auf einen der Soldaten und danach auf mich. Meine Zeit war gekommen. Sie alle gingen weg, bis auf den Soldaten, der die unangenehme Aufgabe hatte, mich umzubringen. Ich wollte sterben, aber nicht so. Grauen erfasste mich. Ich spürte, wie sich mein Körper entleerte. Die Waffe war auf meine Stirn gerichtet. Ich konnte ihm nicht ins Gesicht sehen. Ich stank, ich fühlte mich schändlich. Dann zielte er absichtlich daneben und schoss. Er hatte Erbarmen mit mir. Es war wohl mein Schicksal, nicht zu sterben. Er löste die Fesseln, stieß mich zu Boden und rief: Erledigt! Die deutsche Hure ist aus dem Weg geräumt! Ich blieb regungslos am Boden liegen. Er ging und ich wurde wieder ohnmächtig. Alter, das ist ja mal hier auf jeden Fall ein Storyturn, ey. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Als ich zu mir kam, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Ich fühlte mich völlig leer und hatte überall Schmerzen. Alle waren tot. Ich war nun allein auf der Welt. Ich fühlte den Wunsch, ein letztes Mal ihre Stimmen auf Papas Rekorder in der Dunkelkammer zu hören. Vorausgesetzt, dass die Soldaten ihn nicht zerstört hatten, versteht sich. Okay. Jetzt werde ich sie aufwecken und sie wird gestehen. Gar keine Frage. Was machst du mit der Waffe deines Vaters? Das ist gefährlich, hör auf! Rede! Erzähl mir jetzt alles! Erzähl mir, was du getan hast! Ist gut, beruhige dich. Ich werde dir alles erzählen. Ich fand diese seltsame Notiz, als ich aufwachte, und ich merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Irgendetwas war mit dir los, abgesehen von deinen üblichen Macken. Ich wollte nachsehen, aber du warst nicht in deinem Zimmer. Du hattest von dem See gesprochen und ich habe mir Sorgen gemacht. Also habe ich deinen Vater angerufen und wir sind hingefahren, um zu sehen, was los ist. Wir fanden dich in deiner Unterwäsche am Ufer des Sees sitzend. Du hast immer wieder behauptet, es sei nichts passiert. Ich nahm dich in den Arm, um dich zu beruhigen. Aber du hast tagelang nicht mehr gesprochen. Was passiert mit dir? Du solltest mir sagen, was hier los ist. Ich gehe nicht in das Irrenhaus. Ich hätte das nie gewollt, aber ich fürchte, du wirst dir noch mehr schaden.
Du hast dich an dem Abend vor dem Klavier wirklich verletzt. Was sollen wir sonst tun? Du hast meine Schwester getötet und jetzt hast du Angst, weil ich es herausgefunden habe. Du denkst dir doch Geschichten aus, oder? Aber dieses Mal falle ich nicht darauf herein. Was willst du damit sagen? Deine Schwester? Bitte, nicht. Mir ging es nicht gut. Ich wusste nicht, was ich sagte. So viele Jahre sind vergangen. Du warst damals noch klein. Ich dachte, diesen Unsinn hätten alle vergessen. Halt den Mund! Sag nichts! Sag einfach gar nichts mehr! Was tust du, meine Tochter? Warum willst du dein Leben ruinieren? Es tut mir leid. Ich war es nicht, der gerade auf Mama geschossen hat. Ich war es nicht. Ich wusste nicht mehr, wer ich war. Alles war zusammengebrochen. Ich hatte Angst vor mir selbst. Mein Gott, das war schrecklich. Ich war immer davon überzeugt, dass ich zu gut für diese Welt sei, aber ich war mein eigener Feind geworden. Ich war die Gefahr. Was hätte ich tun sollen? Ich musste an das Puppentheater in meinem alten Zimmer denken. Vielleicht könnte ich dort etwas zu mir selbst finden. Also lief ich dorthin, um damit zu spielen. Ja. Oh mein Gott.